Okay, wo waren wir hier zuletzt? Achso, wir sind Herzog geworden, ne? Wir sind Herzog. Ipuschkoa. Er hat sich losgesagt. Graf Robby von Ipuschkoa hat sich losgesagt? Nee, hat er nicht. Er gehört zu Aquitanien. Er hat 3000 Mann. Der hat aktuell keinen Krieg, der hat einen Verbündeten. Dadurch sind sie mir relativ ebenbürtig, weil die kurz über 5000 Mann haben. Deswegen kann ich den hier nicht wirklich angreifen. Wenn ich hier Krieg erklären macht, erobert Herzogtum von Bretagne, eben würde ich bräuchte also irgendwie noch einen Verbündeten. Du bist noch nicht. Ich bin aber noch relativ jung, ne? Ich bin 25. Das ist sehr wahrscheinlich, dass ich den hier enterbe. Sowieso. Das heißt aber auch. Huch, wenn man kurz was weggetappt. Das heißt aber auch, ich kann einfach für einen Bündnispartner. Der wahrscheinlich sonst wo es war. Ach, das ist irgendwo im Byzantinischen Reich. Nee, das ist Quatsch. Wo ist denn der? Walachei, der kommt mir. Der ist ja wirklich mitten in der Walachei, ey. Die kommen mir einfach alle nicht sinnvoll. Alle viel zu weit weg. Als Bündnispartner komme ich nicht in Frage. Grafschaft von Nikopol, Grafschaft. Auch irgendwo in der Walachei. Das ist schlecht. Haben wir niemanden, der hier irgendwo heiraten kann? Hast du keine Töchter, die nicht verheiratet sind? Ach, die sind alle verheiratet. Mensch. Kann ich mir die Leute anzeigen, die Teil von dieser Dynastie sind? Maximale militärische Stärke 1804 ist ja nicht so viel. König Orson von Westfranken. Den hatte ich schon mal ein paar Mal am Wickel. 25, einer, der wahrscheinlich verheiratet war. Ehepartner, verlobt. Wollt ihr die Verlobung nicht vielleicht brechen? Wie war das in unserer Religion? War männlicher Ehebruch nur verpönt, ne? Genau, weiblicher Ehebruch verboten. Ah, okay. Das heißt, ich könnte sie. Ich bin 26 nur verlobt, ich könnte sie verführen. Ihn beeinflussen werden gerade. Raubgierig, Ehepartner befindet sich in Ipuzka. Ach ne, wir wollten den als Verbündeten gewinnen. In Aquitanien. Ja, das kann man einfach auch angehen. Wir sind offiziell Herzog von Bretagne. Nächstes Ziel könnte, glaube ich, der werden mit 112. Krieg erklären. Ansprüche. 2000 unterlegen. So, und wir sind jetzt Herzog. Hallihallo. Hallihallo, Lena. Wunderschönen guten Tag. Wir haben ein bisschen das Problem, wahrscheinlich was abgeben müssen, wenn wir das hier erobern. Müssen wir an niederen Adel weitergeben. Hallo Lena, was heißt denn guten Morgen? Bist du etwa auch gerade aufgestanden? Da der auch noch in Gefangenschaft ist, wäre es halt super easy. Er hat keine Truppen gerade, er hat 2000 Truppen. Selbst wenn er sich einen. Wie sieht es bei seinem Gold aus? Selbst wenn er sich. Ja, der hat minus 2 Gold und kriegt keins. Der kann sich keine Truppen kaufen. Das ist doch ein perfektes Opfer. Krieg erklären? Wieso kann ich den Krieg nicht erklären? Wieso soll ich den Krieg nicht erklären gegen den? Weil er im Knast, im Kitchen sitzt? Darf ich ihr den Krieg erklären? Nein, hier darf ich keinen Krieg erklären. Bis erst vor 2 Stunden. Achso, na, vor 2 Stunden ist ja aber okay an einem Sonntag. Wieso darf ich diesem Menschen da keinen Krieg erklären? Ansprüche von euch. Es steht da, was passieren würde, wenn ich Krieg erklären würde, aber es ist ausgegraut. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Darf ich hier Krieg erklären? Darf ich auch nicht. Ach, das ist wieder der gleiche. Das ist nur niederer Adel.
Das verstehe ich wirklich nicht so sehr. Was machst du denn eigentlich? Du, religiöse Beziehungen. Steiger die Frömmigkeit. Meinung vom Glauben. Kannst du mal die Gemeinden bekehren? Hier, Leon, bekehr Dima. 6 Jahre verbleibend. Was hast du denn bis jetzt gemacht, wenn du da aufgestanden bist? Wir machen die Kultur. Wo ist eigentlich von unserem Lehnsherr? Ja, von uns ist jetzt der König, wa? Was ist denn sein Sitz? Was ist sein Sitz? Hier? König, jo. Kannst du mal hier nach Geheimnissen suchen? Vielleicht finden wir ein paar Druckmittel an dem Hof von ihm. Dann können wir vielleicht unsere Vasallenbande oder sowas ändern. Guck mal, wie das läuft. Ansonsten dehnen wir uns irgendwie aus. Den hier will ich halt wirklich nicht bekämpfen. Wobei der hat inzwischen nur noch 2000 Mann. Das ist ja fast ein Mordkomplott, Darwin, nicht. Achso, weil ich ihn positiv beeinflusse. Ihr unglaublich. Moment, er hat hier Pierre, Robin und. Also, er hat schon 2 Söhne. Das heißt, das Reich wird auf jeden Fall fallen. Also, gegen mich? Freiheitsfraktion. Was? Bist du nicht in meinem Rat? Kann ich einfach meinem Rat zuweisen? Wie wär's? Ich meine, du bist eine Bürgermeisterin und er ist leider ein Graf. Das ist noch ein Baron hier, den wir hier haben. Der aber nicht gut ist in irgendwas. Vielleicht kann ich so die Freiheitsfraktion besänftigen. Unzufriedenheit 0. Mögliche Veränderung minus 3. Fraktion Militärstärke unter Schwelle minus 6. Das ist ja noch besser. Das sieht ja danach aus, dass die Fraktion nicht lange bestehen bleiben würde. Wir haben aktuell das Problem, dass wir 2 Söhne haben. Was bedeutet, unser Herzogtitel geht in unseren Haupterben, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und wir könnten das hier, hohe Lehns- und direkte Vasallenmeinung, Vasallenaufgebot, Kosten 104, Gesetz verabschieden. Was kriegt man dafür noch? Oh, ich habe noch einen Sohn gekriegt. Herrscher können zwischen allen verfügbaren Nachfolgerechten wechseln. Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen, es sei denn, sie setzen einen Druckmittel gegen ihren Lehnsherrn ein. Titel von Vasallen können nicht an Charaktere vererbt werden, die nicht aus dem Reich stammen. Alle Vasallen, die sich einer Titelaberkennung oder einer Vasallenentziehung widersetzen, gelten als Verbrecher. Vasallen einer Clansführung geben mindestens 15% der Aufgabe und 5% der Steuern ab. Ich sehe das schon eigentlich, dass wir hier eine höhere Vasallen, hohe Lehnsautorität haben. So, jetzt haben wir noch einen Sohn. Gibt's einen Vorschlag, Lena, vielleicht von dir, für einen guten Männernamen? Alten deutschen Männernamen? Wir haben bis jetzt, also wir selber sind Herzog Marco, wir haben Samuel, Benjamin und jetzt den neuen. Neues Söhnchen. Ich habe nur Söhne jetzt, ne? Ich habe 3 Söhne gekriegt. Der hat überhaupt keine Eigenschaften geerbt. Das ist natürlich ein bisschen sad. Der hat intelligent und wohlgestalt geerbt, ey. Ich glaube, ich muss mich mal mit dem hier umbringen, wenn der andere erwachsen ist. Nach einem Vorfahren, Waldenisch Abraham, Demetrius, Christian, Peer, Isaac, Patrick, Thomas. Wir können noch Markus nehmen. Dann haben wir Marco und Markus. Sebastian. Oder wir nehmen Sebastian. Und wehe, der Sebastian macht hier Stunk in meinem Reich, ja? Dann gibt's was. Haben jetzt Sebastian. Sebastian Map Marco Riedel. Das Map ist so ein bisschen von, was? Weil Budgal war, glaube ich, mein Vater. Graf Budgal Map Budgal, ja. Herzog Marco Map Budgal von Britannia. Das ist irgendwie komisch, dieser Namenszusatz. Weiß nicht, ob der an der Religion liegt. Wer ist das? Das ist meine Mutter. Die will ich, glaube ich, immer noch nicht ein. Warum sollte ich die ein
kerkern wollen und es könnte gelingen. Es ist nicht mal klar, ob es gelingt. Bekanntermaßen, so dass ihr Elisabeth einkerkern, ohne als Tyrann zu gelten, bei Ablehnung. Sehe ich irgendwie nicht. Ich kann 10 Krieger erklären. What? Und mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Das ist der Baron und die Bürgermeisterin. War es eine ganze Weile in Ratsposten? Halt die Klappe. Das sind halt Religionskrieger irgendwie hier unten, Graf Albrecht. Auch Religionskrieg. Ansprüche auf Laurent. Ha? Ha? Ich habe Ansprüche auf Laurent? Gegen den König von Ostfrankreich? Bis ich dorthin. Das wäre Dessau, bis ich da. Bis ich da hingewandert bin, das dauert ja ewig. Vor allem kann ich das eh nicht halten, weil meine Kontrolle viel zu schlecht ist in dem Bereich wahrscheinlich. König, König, Emir. Ist halt wieder irgendwas hier unten. Ja. Religionskrieg um Königreich. Ziel ändern. Am Herzogtum. Herzogtum, was ist das hier? Eure Hingabestufe ist weniger als gläubig. Ja. Herzog, Ansprüche, Graf Laurent. Da sehe ich mich eher. Ansprüche von Graf Laurent. Achso, ich habe jemanden an meinem Hof. Mein Ratskanzler. Der hat Ansprüche. Haha. Die ich jetzt hier durchsetzen dürfte gegen ihn. 3000 Mann unterlegen. Hat einen Graf und einen Baron als unter sich als Unterstützung. Und wir haben Earl und einen Graf. Also wir müssen das schon... Wir können sogar alleine stemmen, theoretisch. Ansprüche von uns. Herzogtum von Auvergne. Wir haben Ansprüche auf das Herzogtum von Auvergne. Uhu. Herzogtum von Auvergne, Grafschaft. Aber ich kann dem kein Herzogtum vermachen. Würde, wenn, also wenn ich für das Herzogtum gehen würde, ja, mal angenommen, dann sollte ich nicht in seinem Namen kämpfen. Weil dann muss ich ihm auch das Herzogtum geben. Was natürlich Quatsch ist. Entsprechend würde ich gern das Herzogtum von Auvergne haben wollen. Ich weiß nicht, warum das hier. Reich von Herzog Martin. Das ist alles, was er hat. Kann ich das anklicken hier? Außerhalb vom Krieg wahrscheinlich nur, wa? Reduziert wegen überschrittener Domänenschwelle, weiter reduziert wegen niedriger Gemeindekontrolle. Der hat jetzt seine Leute gar nicht im Griff. Und den Krieg darf ich aus irgendeinem Grund nicht erklären. Ich glaube, weil er eingekerkert ist. Gegen wen ist das jetzt? Ach, das sind die De Jure-Krieger. Ebenbürtig 5000 Mann. Nee, die will ich nicht führen. Auf gar keinen Fall. Den sehe ich schon eher, und dass wir das führen. Gerade weil ich auch relativ viel Gold habe, ich könnte mir auch noch... Hä? Aber den Krieg darf ich auch nicht erklären. Das verstehe ich nicht, warum ich euch gerade keine Kriege erklären. Fehlt mir irgendwie die Infos ausgegraut für Krieg erklären. Kosten 675. Die habe ich eigentlich. 180. Verstehe ich nicht. Hier steht vor allem noch drin, dass ich es Krieg erklären kann, aber... Keine Ahnung. Meine Mutter will ich übrigens wirklich nicht einbunkern. Er kann nicht entlassen werden. Och, nö. Hat jemand wieder ein Geheimnis gegen mich eingesetzt? Bist du wenigstens irgendwie gut? Oh, du bist ja gar nicht gut. Auf 24 Kampfgeschick. Ich setze dich einfach als Ritter ein und stirbst du eventuell. Vielleicht soll ich doch irgendwo einen Krieg vom Zaun brechen.
Hier habe ich die Burg schon verstärkt. Die Burg noch nicht verstärkt. Könnte ich jetzt aber. Kriegen wir mehr Steuern. Wir kriegen Festungsstufe, wir kriegen mehr Aufgebot und wir haben eine höhere Garnison. Dann ist es viel schwieriger, uns einzunehmen. Ja, erhöhen das mal. Prozent. Oh Gott, bin ich kacke. In 8 Jahren im Durchschnitt könnte ich das schaffen. Du hast einen Prinz, eine Prinzessin, einen Prinzessin. Du hast halt... Wenn mein Lehnsherr stirbt, geht es halt an einen Prinzen. Wenn der jetzt sterben würde. Oh nee, dammit. Ich bin echt nicht gut da drin. Aber es könnte auch daran liegen, dass sie hier gerade... Spionage, versuchter Mord bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Ratsspitze vielmehr auf ein Geheimnis geschult, das Graf Robinson von Ipuskoa, das ist der, den ich gerade versucht zu überzeugen, er steckt hinter dem gescheiterten Anschlag auf das Leben von Graf Peranu. Ha! Dein der Gedanke, dass Robin so tief sinken könnte. Jetzt könnte man sich überlegen... Illegitimes Kind von Sophie und Herzog Benjamin. Hä? Ich kann meinen Onkel erpressen. Hat der noch irgendwelche Titel? Ah, hat er sogar. Die Frage ist, was ich damit will. Und wenn ich das aufdecke, kriege ich weniger Bekanntheit. Weil das bedeutet, ich habe einen Herzog weniger in meinem... Ich glaube, ich würde eher das aufdecken. Ja, Robin von Iskopa. Aufdecken. Versuchter Mord. Damit ist der nämlich... Müsste eigentlich zum Mörder werden. Offenbart. Der müsste eigentlich dann durch hartende Gunst fallen. Von allen. Meine Herzog ist schon wieder schwanger. Die ist 25, die hat schon 3 Kinder rausgehauen, da kommt das 4. hinterher. Die ist aber auch... Heieiei. Die ist echt dabei. Moment, das sind nicht wir, ne? Das ist Schwaben. Macht einen Schwaben da unten. Mich wundert es ein bisschen, dass Graf Robin hier nicht eine Markierung hat, dass er Mörder ist. Gestern Nachricht geguckt, 23 Jahre und 11 Kinder. What? Die muss irgendwie mit 12 sofort angefangen haben und die dann immer auf Cooldown sozusagen Kinder rausgeknüppelt. Und immer wenn das Kind raus war, direkt wieder Bock auf Sex gehabt haben. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, ob ich das hier wirklich aufdecken will. Druck mit eurer Hand, das ist halt gegen meine Söhne, ja. Ich weiß nicht, was ich mit dem Kindesabstammung... Ist das, wo sein Kind abstammt? Schnello ist ausgebüxt. Nein! Sag bei Fuß, warte auf mich. Ich versuche, das Tier einzuholen. Doch was, wenn nicht? Ich werde geduldig sein. Ich werde geduldig sein. Wollte 5 Kinder... Mann, wollte 5 Kinder... Sie ein eigenes Kind und 10 Kinder sind von Leihmüttern... 10 Kinder sind nur... Ist sie eine Leihmutter? Schnello kehrt nicht zurück. Warum hast du mich verlassen, Schnello? Ist Batman. Ich weiß nicht so richtig... Sein Kind? Das ist irgendwie hier... Kind von Sophie? Und Herzog Benjamin. Ach, sie hat ein Kind. Das ist unser Cousin. Aber das wissen doch dann alle, oder? Hast du wirklich das stattliche Attribut an einen... Oh, nee! An irgendeinen kleinen Hinterwäldler-Dulli ver... Nee, der hat auch schon Kinder vor allen Dingen.
Bastardgründer. Lebt Martinus ein, kann keine Titel erben. Ein ehemaliger Bastard, der seine eigene Dynastie begründet hat. Aber dann wissen doch schon alle, dass der nicht das... Dann kann ich das auch aufdecken. John mit Herzog Benjamin... John ist das illegitime Kind. Hier. Bastard. Habe ich damit aufgedeckt. Wohlgestalt. Ist nicht ganz klar, warum ich den hier keinen Krieg erklären kann. Ja, Krieg erklären, please. Ach Mann. Keine Ahnung. Lässt er mich nicht. Lässt er mich einfach nicht machen. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Wie viel hast du? Du hast 11.000 Mann. Oh, du bist aber auch ein Kämpfer. Holy moly. Anspruchsteller einladen. Machen wir doch das mal. Holen wir mal Anspruchsteller ran. Trotz des Mangels an Blutsbanden glaube ich, dass wir beide durch ein Bündnis gewinnen würden. Ich schlage vor, dass wir uns zusammenschließen und unsere Feinde gemeinsam bekämpfen. Wer bist du denn? Jetzt hast du 3.000 Mann. Das macht dich schon relativ attraktiv. Oh, und du bist hier Toulouse. Herzog von Toulouse. Das hört sich doch gut an. Ja. Irgendwo im Krieg? Ne, bestimmt nicht. Das hört sich doch nett an. Jetzt? Ah, jetzt haben wir noch eine Tochter. Machen wir kurz einen Tochternamen. Jetzt könnten wir... Oh, der hat nur noch 2.500 Mann. Reizbar. Jetzt könnten wir ihm den Krieg erklären. Eroberung von Herzogtum Bretagne, de jour. Unterlegen. Da wir jetzt jemanden haben, der mir mit 3.000 Mann uns zur Hilfe kommen müsste. Aber ich darf den Krieg immer noch nicht erklären. Zim Freezy, hallihallo und herzlich willkommen. Mir ist nicht ganz klar, warum ich den Krieg nicht erklären darf. Ich hab genug Prestige. Weil der frömmiger ist? Weil der die gleiche Prestigestufe hat da? Der hat mehr Schrecken. Bin ich von ihm eingeschüchtert eventuell? Und darf deswegen den Krieg nicht erklären? Weil der hat deutlich mehr Schrecken als ich. Ne, mit 50, ich habe glaube ich... Was hab ich? Moment, das finde ich mich nicht mehr. Ich glaube es ist Followed, Ausrufezeichen Followed. Wenn ich mich nicht täusche, aber ich weiß nicht, ob ich den Command überhaupt noch drin habe. Jedenfalls darf ich den Krieg nicht erklären. Ich habe null Schrecken. Könnte also sein, dass es daran liegt, dass ich eingeschüchtert bin. Wir brauchen jedenfalls... Ja, 1 Jahr 7 Monate, meine Güte. Nee, Followed hat funktioniert. Der Moon hat es dir gesagt. 1 Jahr 7 Monate? Was hast du denn damals bei mir geguckt? League of Legends vielleicht. Wobei es nicht ganz klar ist, ich habe so viel durcheinander gespielt. Das wird Katrin. Und können, glaube ich, direkt unserem Lehnsherr. Hat er hier jemanden, der ganz gut ausbildet? Bänkespiel? Sie ist schon tot. Ich glaube, ein Kindbett. Der bildet nicht gut aus. Wobei unsere Tochter das relativ egal ist. Minecraft habe ich auch mal gespielt, ja. Stimmt, wir hatten mal... War das schon... Ist schon fast 2 Jahre her? Wir hatten mal ein Minecraft-Projekt laufen. Ein Community-Minecraft-Projekt, ja. Was ist denn das hier? Zierlich. Kampfgeschick. Gesundheit, Moderator, Malus. Anziehungsmeinung minus 5. Bei einer Frau müsste zierlich doch was... Das ist... Der ist ein Mörder. Der war der Mörder. Das habe ich aufgedeckt. Bedeutet aber, seine Vasallen dürften ihn einfach nicht mehr mögen. Kein einziger dürfte ihn mehr so richtig mögen. Von Toulouse. Der ist mit mir verbündet schon. Ach, ich habe den Skill hier nicht, dass ich das Komplott machen kann. Unabhängigkeitsfraktion, Anspruchstellerfraktion gründen. Anspruchsteller kann ich mich selber nicht nehmen, ne? Da kann ich meinen Bruder nehmen. Der hat einen Anspruch wohl da drauf.
Und andere. Aber ich habe selber keinen Anspruch, den ich durchsetzen dürfte. Was natürlich nicht hilfreich ist. Es gibt eine Freiheitsfraktion, zu schwachem Ultimatum zu stellen. Was wollen die? Eine niedrige Lehnsautorität. Dem kann ich auch mal beitreten. Niedrige Lehnsautorität bedeutet, ich kriege mehr Geld und behalte mehr von meinen Aufgeboten, wa? Aragonisch, nur weil die Populisten. Was wollen die? Unabhängigkeit vom Lehnsherrn. Nee, das will ich nicht. Kann ich einfach mal beitreten. Dann können die nämlich auch bald eine Forderung stellen. Mitglieder hinzufügen. Kann nicht zum Beitritt gezwungen werden. Ist jemand Verbündeter von Toulouse schon drin? Von Périgord? Von Toulouse? Von Barcelona? Nee, von Toulouse ist nicht mit drin. Aber niedrige Lehnsautorität ist immer gut. Dann werden die Vasallenbande gelockert. Finde ich eine gute Option. Hallo Luxan. Wunderschönen guten Tag. Earltum von Westfriesland. Nee, das ist mir egal. Den Anspruch brauche ich nicht. Unsere Mutter ist gestorben. Da können wir jetzt mal eine Jagd veranstalten. 2 Jahre, eine Woche. Earltum von Cheshire. Ist alles nicht so viel, die Anspruchsstelle einzuladen. Das ist alles sonst wo. Einen guten Preis erzielen. Herzogin, du bist doch meine Gattin. Die Gattin hat plus 100. Nein, dann hier 120 Gold. Gebt mir dann meine Money wieder zurück. Bei der Führung der Pflichten hat, als Ratsspitze ist Philomena auf ein Geheimnis gestoßen, dass mein Lehnsherr König Gurdaros hat. Er hat anscheinend körperliche Zuwendung des eigenen Geschlechts genossen. Törichterweise hat er wohl geglaubt, einen solchen Sünde wieder Gott bliebe unbemerkt. Okay, damit haben wir jetzt wieder ein Geheimnis gegen unseren. Moment. Ha? Wie ist nicht gerade, ich hab's gegen meinen Lehnsherrn? Ha? Moment, das zeigt sich irgendwie nicht an. Aber hier steht es in den Druckmitteln hab. Sodomie-Geheimnis. Erpressen. Sodomit. Könnte klappen. Bei Ablehnung. Ihr deckt das Geheimnis Sodomit auf. Meinung ändert. Will ich den erpressen? Weiß ich nicht so richtig. Das ist 50-50. Woran hängt denn das? Er ist tapfer minus 20. Er will das Geheimnis schützen plus 80. Ob er uns mag oder nicht, hängt damit komplett nicht zusammen, ne? Gähn ist müde. War das aufgewacht, Xan, oder was? Doch nur ein schwaches Druckmittel, was wir dann kriegen. Aber wir könnten damit trotzdem unsere Lehnsautorität schon ändern. Ich probier's. Wir haben ein Druckmittel erhalten. Sehr schön. Er hat das also angenommen. Also können wir jetzt. Wir könnten ihm selber ein Mündel anbieten. Der ist schon verheiratet. Nur so wenig. Ich habe mit ein paar Leuten, mit denen ich sonst Civ spiele, heute von 11:30 bis 3:30 LOL gespielt. Du hast LOL gespielt? Und wie war's, Xan? Hat sich angefühlt wie Turbo-Dota? Eigentlich wollte ich meine Lebens. Hier, Vasallenbande ändern, genau. Druckmittel einsetzen. Befreiung von Feudalsteuern oder Aufgebote. Sonderbande, was ist das? Markbande. Armee Goldunterhalt, Verteidiger auf deinem kontrollierten Territorium plus 5. Halt, da sind irgendwie Sachen gekommen. Schildgeld. Aufgebotsgröße, Garnisonsgröße, Aufgebotsverstärkung. Steuern minus 0,7%. Eine Bande erreicht. Eure Bande erreicht Marktbande, Sonderbandepflicht. Ist das gut für mich? Stimmt, wie viel Steuern und Aufgebote ein Vasall einem Lehnsherrn zur Verfügung stellen muss. Die Regierungsform des Vasallen bestimmt, was die Vasallenpflichten sind.
Bin ich nicht so richtig auf, was das Gutes ist. Steuermultiplikator minus 50%. Heißt, ich krieg dann weniger Steuern? Bin ich das richtig? Das ist schlecht, weil ich kriege eigentlich relativ viele Steuern. Nur damit ich einen Armeegoldunterhalt reduziere. Oh. Verteidigervorteil in kontrollierten Territorium. Aufgebotsgröße, Garnisonsgröße, Aufgebotsverstärkungsrate. Solange Markbande für ihn gelten, wird der Vasall einen Bonus zu seinen Aufgeboten und seiner Verteidigung erhalten. Dafür zahlt er 50% weniger Steuern, als seine Feudalsteuerpflicht vorsehen. Ja, das ist doch nur positiv für mich, oder? Ich zahle weniger Steuern an mein Lehnsherr, denke ich mal. Und krieg dafür noch mehr Armee. Das wäre doch perfekt. In gerechten Handelsverpflichtungen Verpflichtung und Druckmittel vorschlagen. Jetzige Veränderung zugunsten von König Godofres? Ha? Ich bin verwirrt. Ich zahle weniger Steuern durch die Markbande. Ja, das verändert sich von 0,2 auf 0,1. Die ihr am Lehnherrn bezahlen müsst. Und es ist zugunsten von ihm? Kann eigentlich nur bedeuten, dass ich dann ihm mehr Aufgeboten Garnisons, also mehr Gold und da, nee, mehr Aufgebote gebe. Aber das steht hier nicht. Hier kommt keine Aufgebotsstufe, gibt es keine Veränderung. Ich verstehe es nicht. Prägerechte. Wir könnten uns Prägerechte holen. Entwicklungszuwachs, Lehnsherr, minus 2%. Was sagen Entwicklungszuwachs und Reichssitz plus 0,3%. Dann dürften wir Gold prägen. Zwangsteilung. Der Vasall kann kein anderes Nachfolger außer Erbteilung haben. Der Vasall wechselt seine Nachfolgerecht zu Erbteilung. Prozent mehr Prestige, um Gesetze zu ändern. Titelaberkennungsrecht. Der Lehnsherr kann die Titel von Vasallen nicht aberkennen. Das ist auch stark. Sind letztendlich mit 1 zu 5 aus den Game. Achso, Moment. Ja, die beiden sind normalerweise Jungler und Mitte und haben, damit wir zusammenspielen, ADC gespielt. Dann hat sich einer der beiden auch noch im Pick vertippt und einen Kha'Zix ADC gespielt. Sind letztendlich mit 1 zu 5 aus den Games gegangen. Das ist bitter. Kann den Krieg unabhängig von der Lehnsautorität des Lehnsherrn erklären. Der Vasall braucht weniger für Kriegsgründe innerhalb des Reiches. Oh. Burggebäudebaukosten, Lehnsherr Vasall, Festungsstufe plus 1. Burggebäudebaukosten minus 15%. Burgbesitztumsbaukosten minus 50%. Das hätte ich gerne. Bin zu schlecht, als dass mich die Niederlagen stören würden. Anders als ein Dodes. Wenn ich Burgen für 250 Gold schon bauen kann? Hört sich eigentlich ganz geil an. Jo. Wir modifizierte Vasallenbande haben. Das heißt doch, hier, wenn ich was Freies habe, Besitztum errichten. Oh, hier kann ich einen Tempel bauen. Burg 200 Gold. Muss erst eine Stadt errichtet werden. In dieser Kraft muss erst ein Tempel errichtet werden. Och, nö. Aber hier habe ich doch was, oder? Ah. Kann ich eine Burg bauen. Hier habe ich zwei Tempel schon stehen. Hier könnte ich noch eine Burg bauen. Wir bauen mal eine Burg. Mal sehen, was das bringt. Hab ich noch nie gemacht. Und aktuell haben wir gerade Zeit, wenn wir aus... Achso, Xan, kannst du mir vielleicht helfen? Warum kann ich aktuell niemanden Krieg erklären? Der ist immer ausgegraut. Also auch wenn ich hier alles anklicke, ist dann ausgegraut. Egal wem, also wenn ich hier durch meine... Oh, hier oben war noch was. Vorzüge verfügbar. Kürzere Waffenstillstand und keine Prestige-Mali, wenn sie gebrochen werden. Habe ich irgendeinen Waffenstillstand mit irgendjemandem? Verbündet, nein. Eroberung von Herzogsüe. Ihr könnt den Herzogstumseroberungskriegsgrund verwenden. Titelschaffungskosten minus 20%. Könnt ihr mal auf einen anderen Schwerpunkt wechseln, wa? Fällt mir gerade so auf. Aber darf ich nicht. Ich wollte hier noch zur Herrschaft erzogen machen, auf jeden Fall.
Benjamin hat Verwaltung um 3 erhöht. Hat Diplomatie um 3 erhöht. Nice. Den Schmerz lindern. Während ich mit Samuel auf dem Markt war, ohne Güte zerfällt diese Welt. Erhält die Eigenschaft mitfühlend. Denkespiel. Der ist eh auf Diplomatie aus. Das ist, glaube ich, das ganz gut, was Diplomatie plus gibt. Minus Schrecken, Schreckenverfall, Anziehungsmeinung. Der geht dann eher auf positives Ränkespiel, wenn dann. Ansonsten könnte ich ihm noch arrogant geben. Dann kriegt er mehr Prestige. Hohe Kronautorität im. Ah, dann hätte ich aber gerade das Kriegsrecht mir holen können mit meinem Druckmittel. Dammit. Stimmt, mit der hohen Kronautorität dürfen die Vasallen nicht mehr untereinander Krieg führen, ne? Das ist doch Kacke. Wie soll man sich denn da ausbreiten? Erhält die Eigenschaft gefühllos. Ränkespiel, Tyranneizuwachs, Schreckensverfall. Bei gefühllos habe ich Tyranneizuwachs minus 20%, aber Schreckenszuwachs plus 25%. Das ist krass. Ich glaube, mitfühlen kann er behalten, weil ich glaube nicht, dass ich mit ihm. Weil es ist auch eine tugendhafte Variante. Ja. Darf mitfühlen bleiben. Moment, wie sehe ich das denn? Rats vom Lehnsherrn? Da bin ich überhaupt nicht drin. Schweinerei. Absolute Schweinerei. Ich wäre viel besser als der blöde Herzog. Moment, was war denn das für eine Markierung? Aufgrund der Steuern zu verringern, da König Konrad von Aquitanien nicht der rechtmäßige Lehnsherr ist. Aha! Aha. Hallo, John. Wie sehe ich denn, ob in dem Reich hohe Lehnsautorität ist? Ich hätte gerne das gesamte Reich. Hier. Titelgeschichte, Titeltreue. Von Toulouse. Vasallen schwören Titeltreue. Können einen bestimmten Titel Treue schulden statt ihrem Lehnsherrn als Person. Dieser Fall tritt nur ein, wenn der Titel ein eigenes Nachfolgerecht hat. Im Nachfolgefall werden solche Vasallen dann die Vasallen des neuen Trägers des Titels. Aha. Aber nee. De jure Teil von Kaiserreich von Franzien. Ah, das ist sozusagen das heutige Frankreich. Aber ich sehe es nicht. Königreich von Aquitanien. Anspruch statt der Titelgeschichte. Ich sehe es nicht. Welche Lehnsautorität die haben. Nachfolge. Männliches Vorrecht. Ich könnte das ja aber ändern auf nur Männer. Ihr habt ein oder mehrere mächtige Vasallen mit einer negativen Meinung von euch, die alle Änderungen im Nachfolgerecht blockieren. Frauen erhalten keine Erbberechtigung, Frauen können keine Ansprüche erben, männliche Herrscher können Konkubinen oder mehrere Ehepartner haben. Achso, hier, Nachfolgerecht, Bundteilung. Gilt werden eure Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Erbteilung. Werden eure Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Werden Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Neue Titel können für jüngere Reichserben geschaffen werden. Großteilung. Geht der Löwenanteil der Titel an euren Spielererben? Ich muss meine Vasallen dann dafür zu überzeugen. Der Rest wird unter euren Kindern aufgeteilt. Einzelner Reichserbe. Erbt euer ältestes Kind all eure Titel. Erbt euer jüngstes Kind all eure Titel. Erbt das älteste Mitglied eures Hauses all eure Titel. Ich habe das Gefühl, das hier ist eigentlich das Coolste, weil du dann immer die maximale Spielzeit aus den jeweiligen Ki Kindern kriegst. Hier müsste ich immer das Älteste, die so lange enterben, bis ich das Kind habe, was ich will. Puh. Aber aktuell kriege ich die eh nicht. Die müsste ich die hart beeinflussen, damit die dafür sind. Damit die mich mögen zumindest. Ich glaube, dem könnte ich einfach Geld schicken, wa?
Bin ich in meinem Rad? Den soll ich dann vielleicht mal beeinflussen, glaube ich. Wenn der in meinem Rat hier als Diplomat sitzt, wa? Dann soll ich den so oder so beeinflussen. Aber dass, wie gesagt, die Kriegserklärung nicht dabei steht, warum das nicht geht, ist irgendwie blöd. Also warum hier nicht steht, geht nicht, weil... Meine Herzogin ist schon wieder schwanger. Das ist das vierte Kind. Moment, wen unterrichte ich denn hier nicht? Ich dachte, ich kann immer nur Mündel. Oh, ich unterrichte den nicht. So, Kind unterrichten. Wer bist du? Du bist mein Bischof. Nee. Wen haben wir denn hier noch? Höfling. Kann ich nach Summe aller Werte suchen? Summe aller Werte. Jawohl. Und die Frage, wer davon ist cool? Ihr, Ritter von uns, richtig guter Krieger. Sebastian, du wirst der Krieger in unserer Familie. Vorschlag abschicken. Hast noch Schnello ist mir weggelaufen bei einer Jagd. Mein Salzpegel ist höher als der von Salt Lake City. Aber Oso ist doch ein reines Skillspiel, wie kannst du denn da salzig werden? John, nee. Schnello ist mir weggelaufen und nicht zurückgekommen. Das erste Mal, dass ein Hund weggelaufen ist und nicht zurückgekommen diesmal. Auch schon über ein Jahr dabei. Wie die Zeit vergeht, Leute. Wie die Zeit vergeht. Krass. Und wir sollten natürlich hier auch Katrin irgendwie... Ah, Map ist der männliche Nachkomme und wäre ich der... weibliche Nachkomme. Kind unterrichten. Frage ist, wollen wir... Können die zum Papst schicken? Haha, wo ist denn... Ach nee, wir haben keinen Papst, wa? Wir haben keinen Glaubensoberhaupt mit dem hier, oder? Wir könnten einen neuen christlichen Glauben, dafür brauche ich aber 4200 durch derzeitigen Eifer. Wanderprediger, Armutsgelübde. Tja, was machen wir dann mit der? Schicken wir die wahrscheinlich zu unserem Lehnsherrn, oder? Mündel anbieten. Katrin. Und wer von euch hat hier graue Eminenz? Die ist schlau. Graue Eminenz. Wohlstandsschafferin. Hier, Wohlstandsschafferin. Vorschlag abschicken. Nur behinderte Shit-Misses reinhauen, die vollkommen unnötig sind. Bist du einfach sauer auf dich selber, oder was? Obwohl man Salzing wahrscheinlich auch nicht wirklich singen wird. Nee, Panzerfahren hilft da nicht. Panzerfahren hilft nicht. So kann ich nur hoffen, dass ich jetzt nochmal in 28 Tagen ein Geheimnis über meinen Lehnsherr finde, weil ich gerade in seinem Hof spionieren gehe. Oder besser Geheimnisse aufdecken gehe. Und wenn ich das finde, könnte ich dann mir das Kriegsrecht... holen. Ihre Seilenbande. Kriegserklärungsrecht. Unabhängig von der Lebensautorität. Erklären. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert und ich muss schon sagen, dass ich euch nun empfehle, vielleicht sind sogar. Was? Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gerne meinen Freund nennen würde. Wer bist du denn? Valsal, Königreich von Ostfranken. Ah ja. Schön, dass du Meinung von mir gewinnst durch meinen. Kannibalismus bei der Erfüllung der Pflichten als Ratsspitze, ein geheimes Gefühl, das Bürgermeister Guillermo von Blay. Der hat mit mir, glaube ich, nicht viel zu tun. Der hat die Stadt von Blay. Deswegen hat sie sich ausgerechnet Menschenfleisch ausgesucht, um ihren Hunger zu stillen. Könnte so etwas Ekelhaftes, Kränkeres geben. Vernarbt. Die ist 64. Stammler. Und die hat fast keine Truppen. Pff. Kann ich einfach aufdecken, das Geheimnis. Moment, wo haben wir hier? Ränkespiel. Drucken und Geheimnisse. Aufdecken. Kein Geheimnis zur Erpressung eingesetzt werden. Hä? Habe ich das nicht schon?
Dir vorschlagen, keine Salzgames zu spielen, das ist viel zu einfach, Xan. Das ist viel zu einfach. So, wir wollen den ein bisschen beeinflussen, damit er in unserem Rat einen guten Job macht, ne, und nicht hier am Rumnörgeln ist. Dass der hier immer noch lebt, mit 91. Der hat sogar eine gute Gesundheit, Leidenschaft fürs Leben. What the fuck? Guck mal, Lena, da will jemand mitpanzern. Können wir zusammen salzig panzern. Müssten aufpassen, dass ihr euch nicht gegenseitig ansalzt. Dass meine Frau permanent schwanger ist, ist ein bisschen irritierend. So rumsalzen, wie wenn ich allein fahre. Dann geht doch in mein Discord irgendwo. Da gibt's ja eine Zocker-Channel, könnt ihr euch da reinhocken. Muss Xan wahrscheinlich nur ein Discord lauter drehen, so wie ich das von dir im Mikro kenne. Schall und Rauch. Mit dem Kind in den Armen schaut Herzogin Muad'Nad zu mir hoch. Stimmt, Muad'Nad war meine. Mir auf, erhobenen Hauptes und mit stolzem Blick. Mein Schatz, vielleicht sollten wir sie Christina nennen. So wie die beliebte Bekanntschaft von euch. So wie diese geliebte Bekanntschaft von euch hieß? Ja, pfff. Was, eh schon 100? Mehr Kinder brauche ich nicht. Nee, wir nehmen einen anderen Namen. Wir nehmen es nämlich mit CH, wie man Christina richtig schreibt. Viel besser. So. Beim einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheit, allen zu zeigen, was für ein großer Mensch mein Ratskanzler Graf Laurent ist. Mein Fürst, so sagt mir. Ah, Graf Laurent, kein Zweifel, hier. Damit er uns mit dir mag. Such dein Discord gerade in meinem Serversalat. Du musst es einfach nur meinen Discord nehmen und ganz nach oben schieben, damit du ihn immer direkt wiederfindest. Oder du machst es in Ordner. Also, ne, du kannst die Server in Ordner zusammenbappen. Und dann geht's, glaube ich, relativ entspannt mit dem Finden. So, das bauen wir Hinneburg. Diese Kraft muss jetzt eine Stadt errichtet werden. Hä? Ah, es fehlen 91. Ich muss wirklich vorher Städte bauen, extra. Wo ist denn hier die Stadt? Ist doch... Moment. Ah, Stadt Comburg. Das die Stadt? Nee. Das die Stadt. Ais. Oh, das ist mir nie bewusst gewesen, dass das extra ist. Ja, hatte mal Ordner gemacht, aber es werden ständig neue Server, wo ich drauf joine. Du bist einfach, du tanzt auf zu vielen Hochzeiten. So, so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt meinen Krieg erkläre, ne? Krieg erklären. Ansprüche von euch. Dann erkläre ich das direkt ihm und mit gegen 18.000 Leute will ich nicht antreten. Auch wenn die nur 9 Ritter haben und ich 14, aber das ist trotzdem irgendwie nicht cool. By the way, Ritter. Ihr geht nicht in den Krieg mit eurem Wissen. Nee, nee. Alles unter 10 wird nicht mehr im Krieg gehen. Es muss in jeder Provinz erstmal eine Stadt, ein Tempel und eine Burg stehen, bevor du etwas zum zweiten Mal bauen kannst. Nee. Vor der ersten Burg muss schon eine Stadt stehen. Also, Tempel könnte ich hier bauen, ja. Das ist korrekt. Also, vor einer Burg muss eine Stadt und ein Tempel stehen. Bauen wir hier einen Tempel hin. Da steht schon eine Burg? Nein, steht's nicht. Das ist doch die Grafschaft. Und hier sonst ist hier nichts in diesem Ding. Sind nur die 3 Felder. Die oberste Besitzung ist immer eine Burg. Das meinst du? Okay, das war für mich keine Burg. Das war für mich keine Burg. Aber ja, wenn du es so siehst, dann musst du erstmal alles andere bauen, ja.
Beträchtlich verbessert, Kriegsführung um 1 erhöht. Unnachgiebiger Verteidiger. Schick, schick, schick. Ich glaube, du musst erstmal nach innen machen, um meine Vasallen wieder ein bisschen auf Kurs zu bringen. Kannst du auch das oberste Besitztum der Grafschaft ändern? What? Ha? Wie soll ich das denn machen? Grafschaft von Nantes. Bin dir sicher, dass ich das kann? Dass das Besitztum die Grafschaftshauptstadt ist. Ach, du meinst, wenn ich eine weitere Stadt baue, kann ich es ändern? Ja, aber das... Ist vielleicht sogar... Wäre hier sinnvoll. Comburg ist viel besser. Vom Goldertrag her als Roajon. Also, viel, viel besser. Die Grafschaft gibst mit deiner Religion vermutlich nicht. Einem theokratischen Vasallen zum Beispiel die Grafschaft gibst. Hab's gefunden, bin jetzt mal im Lurk. Alles klar. Und das Server von Twitch-Streamern. 1K plus Benachrichtigungen. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zur Herrschaft erzogen. So, du hast einen Vormund. Sehr gut. Hä? Du hast keinen Vormund. Schlau und kerngesund. Kind unterrichten. Wem wollen wir denn dieses Mündelchen anbieten? Nico4686. Einen wunderschönen guten Tag. Und danke für den Follow. Wir hatten doch hier unseren Freund von Toulouse. Wie wäre es, wenn wir dir einen Mündel anbieten? Damit du auch wirklich für uns bist. Ah, der hat schon 2 Mündel. Dammit! Und sie hat auch schon 2... Ach, kommt schon! Ansummen halt jemanden. Gamingkarte 303. Danke auch dir für den Follow. Dann würde ich sagen, suchen wir mal für unsere Tochter in unserem eigenen Hof jemanden, oder? Also für die Tochter ist halt Quatsch. Die verheirate ich eh bloß für irgendwelche Bündnisse. Auch wenn die ganz gute Eigenschaften hat. Kann ich aber eigentlich... Ja, bild mal es an unserem Hof aus. So. Kind unterrichten. Wen haben wir denn da? Hier Summe aller Werte. Ja, hier meisterhafte Philosoph, wunderschön, weise Frau. Klar, hier. Versuchen, Christina zur Kultur der Japan zum Glauben konvertieren. Orthodoxie, nee. Welchen Glauben hat sie denn? Waldensisch, nee. Vorschlag abschicken. Wie lange zocke ich schon? Meinst du den Spielstand oder das Spiel insgesamt? Das ist ein bisschen der Unterschied. Bei dem Spielstand bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber noch nicht allzu lange, weil du siehst, ich habe hier so ein... Ich bin gerade mal Herzog von Bretagne und habe nicht mal komplett alles. Also ich bin noch nicht wahnsinnig weit. Und Spiel insgesamt, sagt Steam, 53 Stunden. In Spielstand, boah, wenn es hochkommt, 10 Stunden, denke ich. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich den habe bestimmt mal 2 Monate liegen lassen oder über einen Monat. Und jetzt wieder angefangen. Deswegen kann ich dir nicht genau sagen. Ich könnte meine Dynastie mir angucken, wa? Gibt es irgendwie eine Dynastie? Immer gierig, immer wachsam. Das ist mal unser Spruch. Gibt's keinen. Also wir haben schon ein bisschen was im Dynastie. Ach, hier gibt es einen Dynastiebaum. Ja, guck mal einer an. Ich bin mir nicht. Ich glaube, ich habe mit dem angefangen, mit dem Charakter. Die sind aber auch alle Budgual. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Also ab hier ist es Riedel. Also müsste ich mit dem hier angefangen haben. Der ist mit 43 schon gestorben. Den hat bis 61 gestorben. Also ich glaube, ich müsste mit dem angefangen haben. Deswegen, das ist vor 2 Wochen geholt. Na dann, herzlich willkommen bei den Crusader Kingern. Die ist schon wieder... Die ist fucking
schon wieder schwanger. Die wird jedes Jahr einmal schwanger. Ich habe schon 5 Kinder. Ich krieg jetzt das 6. Kind hinterhergeworfen. Oh Gott, das wird schwierig, die zu verheiraten und alles zu klären. Ich glaube, da wird mein Reich dran erstmal wieder hart einbrechen. Oh. Dass der immer noch lebt, ne, mit 92. Der hat die Kulturförderung beendet. Wie sieht denn jetzt die Kultur aus? Kulturen. Bretonisch. Was ist denn da drunter? Ist das angelsächsisch? Nee. Okzitanisch hat sich hier hoch ausgebreitet. Gemischt. Weil wir können noch Kulturförderung machen. Ich weiß nicht genau wo. Hä? Angeblich können wir das, aber ich sehe es nicht wo. Dann lassen wir ihn halt auf Geld weiterhin gehen. Fußballmannschaft Income, ja, so ein bisschen in die Richtung geht's, ey. So ein bisschen in die Richtung geht's. Wir sind auch 5 Geschwister. Ja, das Problem ist, ich habe schon 3 Söhne. Wenn ich jetzt noch einen Sohn kriege, ich kann die nicht alle enterben. Ich müsste die absichtlich in den Krieg schicken, wo sie sterben. Oh, du hast nicht zufällig einen Krieg, nee. Ein Kreuzzug würde mir jetzt helfen. Da können wir es einfach... Moment, die ist noch nicht erwachsen. Ich muss warten, bis sie erwachsen sind. Dann bräuchte ich einen Kreuzzug. Also, weil... Wenn du mehrere Erben hast, oder mehrere Söhne in dem Fall, was ja meine Erben sind, dann wird ja mein Reich gleichmäßig aufgeteilt aktuell noch. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das sagen kann, okay, immer nur einen Erben. Obdach, und er hat wirklich sehr dabei geholfen, Prachtes Reich aufzuzeigen, dass ich regiere. Das ist schlichtweg eine Ehre, Vasall zu sein. Sehr schön. Ich habe Samet dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielte als Zygmunt. Wer ist denn Merseburg? Der ist doch nicht mal in der Nähe. Okay. Vermutlich war Graf Laurent zu begast. Versuchte ihn zu Boden zu schubsen. Das verging jedoch schnell wieder, da Samuel bald ein ganz neues Spiel daraus machte und schon war das letzte Spiel wieder völlig vergessen. Sprunghaft. Plus Diplomatie, minus Verwaltung. Oh nee, minus Verwaltung ist nicht so geil. Zornig. Kriegsführung, bist du eh kacke. Nachsichtig. Minus Ränkespiel plus Bildung, Meinung Gefangener, Meinung über Charaktere mit der Eigenschaft nachsichtig. Und tugendhaft, das wäre die zweite Tugendhaft. Ich glaube, ich würde ihm eher das geben. Weil sprunghaft ist sonst, glaube ich, ein bisschen... Also noch weniger Verwaltung macht es echt schwierig. Ich glaube, da hätte ich lieber nachsichtig. Ränkespiel will ich mit dem eh nicht gehen, das wird dann basically null sein. Das ist dann so... Da habe ich ein bisschen Anspannung bekommen. Bin ich ein Arzt? Ja, ich habe einen Arzt. Ich habe einen Arzt, der richtig, richtig schlau ist. Ich habe einen Geniearzt. Überbesteuerung sorgt für Banditentum. Na super, danke. Ja, Jagd und habe ich auf Cooldown und Festmahl, glaube ich, auch. Nee, Festmahl habe ich nicht. Gerade eben dachte ich, habe gerade nachgeguckt. Ich dachte, Festmahl habe ich auf Cooldown, aber habe ich nicht. 100 Gold für ein Festmahl, ey. Das ist ja schrecklich. Aber ich könnte jetzt vielleicht, wenn die, nach dem Festmahl, wenn die Leute mich mögen. Wer bist du? Du hast schon plus 22. Du bist sadistisch? Du fiese Frau. Zum Thema höfische Politik, das ihr selbst auch sehr am Herzen liegt. Ich bin Diplomat. Das fasziniert mich ebenfalls. Würde ich sagen. Ich wollte... Unter meinem Dach. Halten wir ein, wir unterhalten uns später darüber. Achso, wir wollten die auseinanderhalten. Und ja, wir unterhalten uns später darüber, da kriegen wir 150 Prestige. Aber ich wollte... Wo war denn die Erbschaftsfolge? Hier, Nachfolge, da wollte ich hin. Alle gehen nach Hause, sehr schön. Nachfolgerecht... Kann ich jetzt ändern, wenn ich will. Ach nee. Ach nee, ich brauche die Kultur. Oh, kann ich ja wenigstens auf Großteilung kann ich auch nicht gehen. Oh.
Unter allen Kindern aufgeteilt, neue Kinder können geschaffen werden, werden eure Titel gleich mit euren Kindern aufgeteilt. Erbteilung ist scheiße, ja. Also Erbteilung ist echt kacke. Alle Kinder erben zu gleichen Teilen, alle Kinder erben. Wenigstens das wäre halt okay gewesen, aber boah. Sind sie gehalten Titel des verstorbenen Herrschers unter dessen erberechtigten Kindern aufgeteilt, wobei der Spieler aber immer den Haupttitel des Reichs sitzt und alle direkt damit verbundenen De Jure-Titel erhält. Stammesherrscher sind auf diese Nachfolgeart festgelegt. Bundteilung. Schon wieder ein Sohn. Wir haben jetzt Samuel, Benjamin, Sebastian, Katrin, Christina und wie nennen wir den jetzt, den Sohn? Habt ihr Vorschläge im Chat? Namensvorschläge für einen Sohn? Jetzt kann ich mal kurz gucken wegen der Kultur. Wir arbeiten an Zünfte. Heraldik bräuchte ich wenigstens. 200 Jahre. Pff. Pierre passt nicht so richtig. Also, Pierre passt zum Bretagne. Aber wir haben bis jetzt unsere Kinder eher nach deutschen Namen benannt. Oder zumindest nach christlichen Namen. Wobei Benjamin kannst du auch französischen nutzen. Samuel. Ja. Vielleicht passt es doch rein. Katrin passt nicht ganz rein dann. Sebastian passt auf jeden Fall auch rein. Ja, nehmen wir Pierre. Aber wehe. Harald. Wir nehmen Pierre jetzt. Hab mich gerade schon damit angefreundet. Aber wehe, Pierre macht hier Stunk, ne? Und will dann irgendwie. Ich habe keine absolute Lehnsautorität. Achso, mit absoluten Lehnsautoritäten kann ich designierte Nachfolger machen. Die ist erneut steigerbar nach 26. Juli 1114. Halt. Hätte gerne, dass euer Sohn Sebastian einem äußerst begabten Vormund wird Mündel von. Äußerst begabter Vormund, my ass. Das ist einfach dein Sohn, der völlig unnütz ist, zart und Liebesbläschen hat. Lass mich mit dem doch in Ruhe. Der irgendwo rumhurt wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage. Mein Sohn Sebastian, ist das mein Erbe? Nee, ne, nicht mal ansatzweise. Ja, dann kann das. Der hat, glaube ich, eh nicht mich als Vormund, oder? Ja, der hat einen deutlich besseren Kriegsvormund, was das angeht. Deutlich, deutlich, deutlich besseren Kriegervormund. Tapfer, gesellig, treuherzig. Was ist denn der Typ hier? Was kriege ich von dem? Religiöser Eiferer, ungeduldig und mitfühlend eher. Und beibringen kann er nicht viel. Ich weiß nicht. Mein Kriegskunstwissen von dem ist schon halb so hoch. Der Dreijährige hat ein Kriegskunstwissen auf der Hälfte eines 33-Jährigen. Ablehnen? Ja, dann mag er mich halt nicht mehr. Weil er mich halt sowieso relativ gut mag. Nee. Bei meinen Männern bin ich da anderer Meinung. Du hättest meine Tochter haben können. Hier. Christina oder so, die kannst du gerne haben. Da können wir drüber reden. Aber nicht meine Söhne. Nicht meine Söhne. Achso, jetzt habe ich pausiert. Das ist natürlich Quatsch. Ratsspitze Geheimnis offenbart. Und Ceci Potun ist eine Hexe. Sie ist eine Hexe. Höfling von König Godafres. Kann sie erpressen. Weiß nicht, was mir das bringt. Die hat nur ein paar Ansprüche, aber keinen Titel. Es bringt mir höchstens was in dem Moment, wo ich irgendwas an dem Hof machen will. Wenn ich zum Beispiel meinen König umbringen will oder sowas. Ne, wenn ich jetzt hier einen Mordkomplott starte, könnte ich erpressen und könnte ich sie wahrscheinlich mit reinholen als Agenten. Dass man hier nicht sehen kann, wie viele Agenten man wahrscheinlich holen kann, ist ein bisschen blöd.
Ist ungläubig, habe ich auch schon, habe ich komplett verpasst. Der ist auch am Hof tätig. Auf dem Bars einfach. Aber so schlimm finde ich Hexen gar nicht. So schlimm finde ich Hexen gar nicht. Und der ist ungläubig. Moment, sind die im Rat irgendwie von meinem König? Oh, jetzt muss ich das irgendwie vergleichen. Ich glaube, Herzog Goron? Kränkespiel? Nee. Wulfstan. Wer ist wenn dann? Und Wulfstan ist nicht hier mit drin. Das ist mir auch relativ egal. Die Königin sieht gut aus. Logistiker. Konkubinenkind. Oh, was? Konkubinenkind. Diplomatie minus. Ja, ja, ja. Also würde ich mich mal aufheben für den Fall, dass ich da mal irgendwas machen würde. Ich glaube, ich bin im Ränkespiel mit dem schon nur bei 6. Das ist nicht so wahnsinnig stark. Gewinne ich also nicht so viel davon. Diplomatie, Lebenswandel freischalten. Neuer Diplomatie. Herz der Familie, Meinung, enge Verwandtschaft. Wohl meine Wille beeinflussen, Komplottstärke. Monatlich Prestige pro Schrecken. Wir haben keinen Schrecken. Titelschaffungskosten. Ich kann den Herzog-Eroberungskriegsgrund verwenden. Botschaften. Jedes Bündnis gewährt plus 1 auf Diplomatie. Flexibler Waffenstillstand. Ach, jetzt kann ich übrigens auch meinen Dingens wechseln. Wenn ich will. Vielleicht mal nicht mehr auf Fruchtbarkeit hier zu gehen, sondern eben auf Prestige oder sowas. Würde ich mal sagen. Oder ein bisschen mehr auf Wohlstand. Ränkespiel sollte ich nicht tun. Ränkespiel finde ich einfach nur kacke. Also wir sind halt Diplomatie so viel besser. Ich könnte auch auf Bildung ein bisschen gehen. Um ein bisschen, damit ich vielleicht schneller forschen kann. Für gesunder Körper dann. Ich könnte das Freundschaftskomplott benutzen. Ich glaube, ich würde hier die beeinflussende Komplottstärke plus 30% nehmen. Wird dann schneller die Leute für uns gewinnen. Beherrschung auf Medizin. Gesundheit kleiner Bonus. Dann leben wir halt sehr, sehr lange. Immer auf Bildung gehen. Ansonsten weiß ich nicht, was man hier freundlicher Rat. Zwei zufällige Wertpunkte. Jeder eurer Freundbeziehungen gibt zwei zufällige Wertpunkte. Wir sind halt hier ein bisschen aufgeteilt. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas davon wirklich erreichen. Und ich finde diesen Knuffel hier, wo du immer alles brauchst, um das hier dann zu erreichen. Relativ mächtiger Stelle, aber... Schwerpunkt auf Außenbeziehung, Schwerpunkt auf Majestät. Ich glaube, ich gebe eher Schwerpunkt Majestät. In dem Fall. Für mehr Prestige. Pro Monat. Darf ich jetzt nicht mehr wechseln. Muss ich nicht jetzt... Hier, Schwerpunkt Majestät plus 1. Genau. Erbherrschaft plus 5%, Blütenmatie plus 9%. Blütenmatie plus 9%. Oh. Gar nicht so viel. Ritter verbessert. Mündel profitieren von Unterweisung des Ehepartners. Guten Ausbildung dank meiner Unterweisung Herzogin Mutnat. Das ist doch hübsch. 14. Okay, vielleicht will ich den doch benutzen. Der ist intelligent, der ist wohlgestaltet, der hat jetzt schon 17 Diplomatie mit 12, der hat 14 in Bildung. Durch Foltern holen, da brauchst du aber jemanden zum Foltern. Ich glaube, ich habe niemanden in meinen Gefangenen. Genau, ich habe da niemanden. Ich habe da einfach niemanden drin. Oh, was ist denn hier mit meiner Kontrolle? Kontrolle müssen wir wieder herstellen. Kontrolle müssen wir wieder herstellen. Banditenhorden finde ich gar nicht nett. Banditenhorden finde ich gar nicht nett.
34 für eine Stadt. So, eine Städte muss ich dann abgeben, stimmt. Hexe oder so. Ich habe keine Hexe oder sowas, wovon ich weiß, in meinem Bereich in Nords gebaut. Moment. Nee. Nee. Hä? Don John? Keep bekannt. Ach so. Ich habe den hier, glaube ich, einfach nur upgraded. Genau, ich habe Burg 2 gemacht. Okay. Nicht klar, ganz klar, warum es Grafschaft von Nantes heißt. Ach ja, Grafschaft von Nantes, aber Now Net heißt die Stadt. Sollte ich das auch mal in Nantes umbenennen? Nantesisch. Passt besser zusammen. Geheimnis auf dem Bord. Noch eine Hexe. Aha. Wie viele Hexen haben wir denn bei euch, meine Majestät? Was? 23 Bildung? Ach ne, hier 15. Danach wollte ich sortieren. König Godafras wird von König Orson im 4. Oh oh. Alihado Ratsverwalter Emre ist nur die bretonische Bezeichnung von Nantes. Ja, dann habe ich das jetzt umbenannt in eine Bezeichnung, die ich besser verstehe. So, wir sind im Krieg. 10.000 gegen 13.000. Das hört sich ja fast an, als würde es Sinn machen, um eins beizutreten. Krieg um Anspruch von Herzog Benjamin auf Herzogtum von Britannien. Das ist meine Familie. Moment mal, die kämpfen jetzt um Britannien? Da will ich vielleicht nicht beitreten. Dann wechsle ich nämlich nach Westfranken. Und der ist mir sowieso, der ist deutlich schwieriger zu handeln als jemand mit, aber der hat auch 10.000. Also die Könige haben echt viel. Das wäre die Option, wenn wir verlieren, wechseln wir nach Westfranken. Ah, ich habe mich erstmal raus, glaube ich. Ich wurde nicht gefragt, ob ich beitrete. Achso, die Frage ist, wenn ob der verteilt ist wahrscheinlich neu, ne? Wenn er es erobert. Die Kontrolle. I don't know. Ja, ich bin der Herzog von Bretagne, ist vollkommen korrekt. Ich bin der Herzog von Bretagne und das hier ist mein Onkel, in dessen Namen gerade Bretagne angegriffen wird. Deswegen, ich bin mir nicht so sicher, ob das wird wahrscheinlich dann an Herzog Benjamin vergeben, ne? Dann bin ich wieder sein Untergebener. Das will ich nicht. Und wenn ich beitrete, hat er halt fast 5.000 noch mehr Truppen. Dann wird es zumindest knapp. Aber ich glaube, ich kann keine Verbündeten in den Krieg rufen, wenn ich in dem Krieg selber beitrete, ne? Auch wenn ich Verbündete habe. Ja, vor allem nicht, weil der, glaube ich... Nee, wo ist denn der? Kleinen Polen? Das ist ein bisschen am Arsch der Welt. Aber ich habe einen anderen Verbündeten. Zu beitreten, sonst verlierst du dein Herzogtum, bekommst danach wahrscheinlich eine Grafschaft und wirst Vasall von den Westfranken. Chillig Stream gucken und selber zocken. Das ist immer gut. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Wahrscheinlich wird alles neu verteilt, was hier ist. Ach, Mann. Ja, dann. Das ist aber ein bisschen zu früh, Leute. Meine Erben sind noch nicht erwachsen. Ich muss ein paar loswerden davon. Hat der eigentlich inzwischen... Nee, der hat immer noch keinen Vormund. Den muss ich mir noch einen Vormund suchen. Wahnsinnig schlaue Vormünder müssen es nicht sein. Mein Bruder ist enterbt worden damals. Mein Onkel anscheinend nicht enterbt. Warum habe ich denn meinen Onkel nicht enterbt? Ja, du wirst auch im Krieg ausgebildet. Dann werden wir wahrscheinlich hier mal beitreten. Kriegsbeitritt anbieten. Im Krieg könnten Unfälle mit den Söhnen passieren und Gefangene gefunden werden. Gefangene gefunden werden, ja, aber die Söhne sind nicht volljährig, deswegen kann ich sie nicht als Armeekommandanten losschicken. Außerdem würde ich dann wahrscheinlich, das ist ein relativ knapper Krieg, würde ich dann unter Umständen sogar noch verlieren. Also ich muss an der Stelle schon dafür sorgen, dass wir halbwegs gewinnen. Jetzt ein bisschen die Frage, wo sind, da unten kommen die Armeen von ihm. Wollen wir uns natürlich möglichst zusammentun, um hier schön mit einer dicken Armee reinzukrachen.
alle Armeen ausheben. Dauert noch ein bisschen, wenn wir alle zusammen haben. Ja, Prestige habe ich mehr als genug. Zum Glück habe ich auch noch ein bisschen Goldreserve, sonst wäre es ein bisschen knapp geworden, glaube ich. Ah, da kommen nicht 8000 Mann. 13.000. Oh, jetzt. Nee. Wieso laufen die jetzt dahin plötzlich? Was ist denn das für eine Aktion? Warum mieten die nach links ab? Ich will doch nur zu euch. Oh nee, ich will, will anscheinend nur hier hin. So, kann ich mich jetzt der Armee. Ja, kann ich mich der Armee irgendwie anschließen? An Armee ankoppeln, jawohl. Perfekt. Das will ich tun. Das will ich tun. Ich will ja. Ich hoffe, die KI spielt auch schlau mit. Die KI spielt nie schlau mit. Jetzt wäre ich halt hier belagert, ne? Ich hoffe, an Armee ankommt, dann funktioniert. Ja, die laufen mit. Müssen nur die KI irgendwann mal. Moment, wir sind doch. Wir sind 17.000 Mann. Krach doch da oben rein! Oh nee. Jetzt nehmen die erstmal meine Städtchen ein. Mal kurz was gucken. Wen habe ich hier eigentlich als Befehlshaber? Oh, das ist derjenige, der hier. Plünderer. Gegnerischer Defensivvorteil. Das ist, glaube ich, besser. Gegnerischer Defensivvorteil zu reduzieren. Das ist, glaube ich, eine bessere Option. Glaubensfeindlichkeitsvorteil. Minimaler Schlachtwurf plus 4. Maximaler Schlachtwurf minus 2. Vorsichtiger Anführer. 24? Befehlshabervorteil 12. Jetzt die Frage, was ist wichtiger? Kampfgeschick oder Befehlshabervorteil? Das ist mir nicht ganz klar. Ich weiß, dass der Schlachtruf noch eine gewisse Rolle spielt und ein Zufallsfaktor ist. Aber mir ist nicht ganz klar, was das bringt. Und wie gesagt, Überfall, Feindeslandzermürbung minus 75%. Das ist auch ganz nett, aber wir sind nicht im Feindesland verteidigen. Weiser Befehlshaber als Führer. Okay. Ja, dann würde ich den drin lassen mit 19 und der hat halt flexible Anführer. Defensivvorteil minus 50%. Denke ich, sollte relativ viel ausmachen an der Stelle. Wir werden diese Schlacht gewinnen. Waldverteidigung, bessere Armee, besser, mehr Truppen, mehr Kriegsvolkkonter. Das wird aber gegen 8000 Mann. 17.000 gegen 8000. Oh, 17.000 gegen 12.000. Kann ich die irgendwie anklicken? Hallo? Ich will die Schlacht haben. Nee, ich will die Schlacht haben. Da hatte ich sie doch gerade. Die seht ihr nun mal nicht. Schlacht von Komburg. 12.000 gegen 7.000. Aber ich glaube, wir gewinnen das. Wenn er hohe Kampfgeschick hat, sinkt nur die Wahrscheinlichkeit, dass er selber verletzt wird, stirbt und deine Armee in der Schlacht ohne Befehlshaber kämpft. Ja, die Schlacht gewinnen wir. Die Schlacht gewinnt. Unser Ritter wurde verstümmelt. Nein! Aber die Schlacht von Komburg ist ein grandioser Sieg für das Aquitanische Reich gegen Westfranken. Ja, wir haben 5.000 zu 10.000. Hier, seht ihr die Details mal. 17.000 zu 10.000 waren es. 4.000 sind gestorben. 2.000 sind bei dem gestorben. 13.000 anfängliche Truppen. Überlebende 13.000. Okay, anfängliche Truppen, Überlebende. Das ist nach innen gespiegelt, okay. Ja, gab Frömmigkeit, Prestige, Kriegspunkte. Ich lasse die damit machen. Die müssen mit meinen Truppen jetzt auskommen. Ja, ich habe noch 4.000. Also ich habe irgendwie 700 verloren in der ganzen Aktion. Ich hoffe, die machen jetzt sinnvolle Sachen. Moment, ich wurde hier abgestellt. Achso, ich habe mich an die erste Armee angehängt. Ich hätte jetzt vielleicht sogar, weil wir haben 10.000 noch zusammen. Wir dürfen nicht uns zu weit aufteilen, weil mit den 10.000 Überlebenden können sie durchaus zurückkommen. Da kommen sie nämlich schon angejuppelt. 15.000 kommen die jetzt? Moment mal, wir müssen eventuell nochmal ein paar Söldner anheuern hier. Was haben wir denn hier so? Wen können wir uns denn noch leisten? 600 Mann. Gepanzerte Reiterei. In Ebenen. Sind das hier Ebenen?
Kampf im günstigen Gelände. Jo. Pikeniere wird gekontert von gepanzertem Fußvolk. Aber die können wir uns nicht leisten. Glaube ich, oder? Doch dürften, weil wir dürften ins Minus gehen. Baskischer Trupp Bordeaux wäre besser. Weil gepanzertes Fußvolk und Caballeros noch nicht ausgehoben. Sind auf einen 1700 Mann. Wir können bis hier runtergehen sogar. Schade, wie konnte. Da haben wir gepanzerte Reiterei und Bogenkämpfer. Aber bist du der Meinung, wir sollten lieber die leichten nehmen? Bin mir nicht ganz sicher, wie es aktuell hier ist. Wir haben nicht so viele Bogenkämpfer. Das Gefolge von Hengst? Hengist? Das ist relativ durchmischt, ne? Können wir auch machen. Ja, nehmen wir das jetzt. Oh nein, ich war dumm. Ich war dumm. Ich hab's. Boah, das wird halt eine absolute Katastrophenschlacht. Jo, das verlieren wir richtig hart. Einen unversöhnlichen Marco. Trotz all unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse aufspüren können. Okay, die Geheimnisse sind also durch. Ja, wir werden uns einfach jetzt wieder mit anderen treffen. Moment, was? Schlacht? Wieso denn hier eine Schlacht? Okay, soviel dazu. Das habe ich einfach nicht gesehen. Soviel zu unseren Söldnern. Hat sich richtig gelohnt. Moment, warum seid ihr nicht mehr angehangen? Warum seid ihr mit denen nicht mehr zusammen? Das ist doch Quatsch. Inzwischen steht es hier 17.000 gegen 9.000. Ja, das gewinnen wir nicht. Das gewinnen wir nicht. Wenige Ritter, mächtige Vasallen erwarten Ratspräsident verschuldet. Ich weiß. Kann leider auch keine Verbündeten in den Krieg rufen. Bei der Aktion. Ihre Armee ankoppeln. An die Große ankoppeln. Ihr habt euch als treu und ergeben erwiesen, für diese Dienste möchte ich euch belohnen. Anerkennen wir den Posten als Ratsspitze von Aquitanien. Ja gute Ratsspitze hätte ich mich jetzt nicht so gesehen. Mit 6. Ehrlich gesagt. Und Problem ist ein bisschen, dass wir den Krieg, glaube ich, verlieren. So geringe Neuigkeiten zu bekommen, wir wissen noch nicht wer. Es gibt jemanden, schmieren einen Komplott, um eine Person zu machen. Das war mein Höfling Eckfried. Nicht so ein großer Verlust gefühlt. Ehrlich gesagt. Das ist ein Trunkenbold, der gierig, Nachsicht und treu hat sich. Wäre jetzt nicht so ein Verlust. Bin ich der Meinung. So, da haben wir die Schlacht gewonnen. Das ist ja mit 6000 Mann hier rum. Ja, wir kommen jetzt mit einer 8000-Mann-Armee, aber 6000, 7000 halt direkt nebeneinander ist ein Problem. Wir gewinnen hier noch ein, zwei kleinere Schlachten. Und wir belagern selber? Okay, wir belagern selber. Ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Also, dass ich hier meine Söldner, 2000 Söldner-Armee weggeschmissen habe, ist ein Problem. Moment, über Domänenschwelle, ich bin jetzt über Domänenschwelle. Wieso habe ich denn 7? Ach, weil ich einen Schrein gebaut habe. Jo. Wo habe ich den gebaut? Hier. Ja, hier an niederen Adel vergeben. Müssen wir trotzdem immer noch ein bisschen was bringen. Diener der Ehrlichkeit. Ich war erschüttert, als ich sammelte, aber erwischte, wie er aus der Reisetruppe von Baronin stehlen wollte. Er gestand, gedacht zu haben, er könnte damit davonkommen, nun aber wisse, dass es falsch gewesen sei. Ehrlich. Plus Diplomatie und das Ränkespiel. Der geht halt eh nicht auf Ränkespiel, aber Diplomatie ist natürlich richtig geil. Wenn der so viel davon kriegt. Hinterlistig. Ehrlich bescheiden. Frömmigkeit. Lehnsherr. Nee, du kannst ehrlich behalten. Digga, Tränkespiel kannst du eh nicht. Mir ist nicht ganz klar, warum wir das hier tun. Man, okay, die nehmen halt eine Burg ein, die auch noch
relativ hochgezüchtet war. Ich wollte eigentlich die Belagerung haben. 2 Monate gegen 5 Monate, weil ich halt hier schon Burgstufe 2 hatte. Das sind relativ angenehm. Beendet das Komplott von euch beeinflussen von... Oh, ich bin auf 100 gekommen mit dem Beeinflussen. Das war ein bisschen übertrieben dann. Der lebt halt immer noch mit 95. Könnt ihr den mal abmurkschen? Das wäre hilfreich, Leute. Wen beeinflussen wir denn jetzt? Können vielleicht schon mal anfangen, den gegen den König hier zu beeinflussen. Oh, das darf ich nicht, weil ich im Krieg bin. Dammit. Den darf ich nicht beeinflussen. Dann beeinflussen wir ihn halt. Eigentlich wollte ich den hier... Oh, das ist inzwischen der Sohn. Bluter? Oh Gott. Der hat natürlich gesundheitsschwere Malus, der wird nicht so lange überleben. 12%, dammit. Nach Paris belagert die, vielleicht Mutkomplott gegen deinen Onkel, damit verschwindet der Krieg. Gegen meinen Onkel? Wie sieht denn die jetzt so aus? Ja, 5%. Ich bin jetzt nicht der typische geborene Intrigant. Ich könnte natürlich noch meinem Rat hier unterstützen, Feindkomplott unterstützen machen, aber ich glaube, selbst dann wird es nicht viel besser. Denke ich. Krieg. Gegen meinen Onkel. Mord. Sehe ich nicht. Außerdem bräuchte ich 4 Jahre, bis dahin ist, glaube ich, der Krieg durch. Also, sehe ich nicht, dass das sinnvoll wäre. Ich könnte was anderes machen. Moment, wo hat der seinen Hauptsitz? Er hat seinen Hauptsitz hier, wa? In Paris. Ah, okay. Dann können wir aber doch das hier machen, oder? Geheimnisse aufspüren. Bei ihm... Oh, 4 Jahre. Nee. Das machen wir dann nicht, aber das können wir gegen unseren eigenen. Hier gegen unseren Herzog. Wo hast du? In Orléans. Können wir bei dir ein bisschen schnüffeln? 10 Monate, das sehe ich uns eher. Vielleicht finden wir ja was, um ihn unter Druck zu setzen. Müssen wir mal gucken. Die gehen aufs Meer raus? Okay, erste Armee von Paris geht aufs Meer raus. Dann stehen hier nur noch 9000 oder 10.000 Mann. Kurz über 10.000. Wie gesagt, die brauchen ewig zum Belagern, weil es halt eine Stufe 2 Burg ist. Noch nicht verloren, die Katholiken sind soeben in den Kreuzzug gezogen. Und den Franken könnten die Vorräte ausgehen. Moment, die Katholiken sind in den Kreuzzug gezogen? Woran siehst du das denn? Habe ich was verpasst? Religion, das ist doch ja alles katholisch. Also ich glaube nicht, dass sie aktuell in Kreuzzug gezogen sind, oder? Müsste ja in Frankreich, müsste ja ein Teil davon sein. Mein Onkel ist im Kreuzzug? Moment. Deswegen hat er diesen... Hallilumi. Hallilumi. Deswegen hat er das hier. Stimmt. Kreuzzug für Königreich von Jerusalem. Ich habe mich schon gewundert, warum er so aussieht. Ha. Das ist ja interessant. Das könnte bedeuten... Aber er ist selber in dem Krieg sonst gar nicht beigetreten. Hingabestufe sündig. Geht so, Lumi. Ich werde gerade, also besser gesagt, mein Lehnsherr wird überfallen, weil Westfranken in Anspruch... Mein Onkel in Westfranken hat den König überzeugt, für ihn in Anspruch durchzusetzen hier. Der König von ihm kämpft für meinen Onkel um mein Herzogtum. Immer wenn ich das Herzogtum gerade ein bisschen stabilisiert habe, kommt irgendjemand und sagt, das ist mein Herzogtum. Will ich abschnecken. Und ich lese Discord nicht, falls du mir da schreibst, Dummi. Oder soll ich raustappen und das aktiv lesen? Ah, du hast mir gar nicht geschrieben.
Nee, aber ich habe bei Discord gesehen, dass es so Sachen gibt. Und ich habe übrigens rausgefunden inzwischen, wenn du eine Armee hast, du kannst die hier unten links an andere Armeen ankoppeln. Und so habe ich mich zum Beispiel an eine Armee von, was ist hier die zweite, von meinem Verbündeten angekoppelt. Und dann, ne, weil der ist ja eh der Kriegsherr, der steuert dann die ganzen Sachen. Weil die nehmen ja eh keine Rücksicht auf dich. Wenn du irgendwo anders hinläufst, ist denen das ja egal. Also kann ich es auch ankoppeln, wenn ich sonst mal mitlaufe. Haltung an dich, oh. Stimmt, da war was. Haltung annehmen. Du Befehl, Herr General. Ups, das war das Falsche. Jetzt habe ich gerade auf meinem zweiten Bildschirm. Jetzt erklärt Cornwall meinem Lehnsherr den Krieg. Anspruch von Herzog. Religionskrieg um Herzogtum von Britannien. Hoch! Religionskrieg? Jetzt wollen alle mein Herzogtum haben. Könnt ihr mal einfach die Klappe halten und weggehen? Was ist denn hier los? Geht weg! Das ist mein Land! Waldensisch, weil das hier verbreitet ist. Und ich hatte insgesamt schon zwei Zusammenbrüche, wo ich das gewechselt habe. Wo ist denn jetzt eigentlich passiert? Motte gebaut. Achso, Moment, das muss ich gucken. Motte in Chateaubriand gebaut? Das ist das hier, wa? Ja, niederen Adel vergeben. Habe ich Minusgold? Das ist nicht gut. Wo habe ich denn jetzt Minusgold? Noch Zeiten, da hat man noch Krieg geführt. Heute wäre es Atombomben. Pfumm, dem erledigt Menschheit auch. Die mögen dich scheinbar nicht. Und dein Erbe sogar noch ein anderer, glaube ich. Ich hatte ein paar zusammen... Wo fahren wir denn jetzt hin? Es geht um das hier. Erstmal darüber kuttern. Und derweil vögel ich aber meine Frau immer noch. Lumi, ich hab 6 Kinder, ich krieg gerade das 7. Und die ist erst 32. Die ist halt kerngesund und intelligent und die wirft Kinder eine nach dem nächsten. Kind, 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 Kind. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Kindern. Ich könnte vielleicht welche versuchen zu verheiraten für Bündnispartner. Aber ich vermute... Oh doch, das sieht gut aus. Hier. Bündnis. Gib ihm. Nimm an. Können wir vielleicht noch den Krieg irgendwie drehen? Jawohl. Achso, nee, darf ich nicht. Weil ich darf nämlich keine Verbündeten reinholen. Nee, warum? Ach, wenn ich Kriegsführer wäre, könnte ich den jetzt reinholen. Da kann ich nicht mithalten. Schippe einfach... Was? Schippe einfach... Ich schippe gar nicht wohin. Ich habe mich ja hier angedockt, aber... Ich glaube, Paris belagere ich doch auf ewige Zeiten. Das Problem ist ein bisschen, dass du dann Kriegsermüdung schon hast und dich einfach durchläufst. Du kannst nicht durch so viele Grafschaften laufen, ohne dann Einheiten zu verlieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Moment, Cousin wurde gefangen genommen. Das ist mir ja egal. Mündel profitiert von der Unterheißung des Hofrats, das ist mir auch egal. Können wir aber vielleicht irgendwann mal mein Gebiet wieder einnehmen? Jetzt kommen die sich doch gegenseitig in die Quere. Jetzt führen die zwei Kriege um das Gleiche und keiner kann das so richtig einnehmen, oder bin ich gerade blöd? Das ist mir nicht ganz klar. Das ist mir nicht ganz klar. Niedrige Gemeinde... Ja, Gemeindekontrolle in Nantes. Warum ist die wohl niedrig? Entschuldige mal. Wir können... Nee, Lumi, wir wollten rausgehen. Ich kann auch dann um 3 aufhören, dann bin ich für heute fertig, wir gehen raus. Das sind nur 200 Verluste, Zucker, aber du nimmst ihm die Hauptstadt und eventuell auch... Gibt es euch Zeit, wieder aufzurappeln? Ich habe ja noch 2800, die hier stehen. Es sind ja noch 4000 von ihm, ich kann das auch wieder losmachen und darüber gehen. Würde mir... Moment, da ist da. Ja, ich verliere... Genau, ich verliere das. Kannst probieren. Ich meine, viel verlieren können wir eh nicht. Belagerung von Brest verloren. Ja, weil hier schon wieder 7000 Leute stehen. Und ich hab halt fast kein Gold mehr. Und das hier, Erste Armee von Montjuron. Die Einschüttungskosten besteigen auch derzeitiges... Nicht rechtmäßiger Lehns, ja mal 5. Hohe Lehnsautorität. Was? Wieso habe ich denn mal 0,5 für nicht rechtmäßiger Lehns, ja?
Das war doch die ganze Zeit, war ich der rechtmäßige Lehnsherr. Ich verstehe es nicht. Bist nicht katholisch? Genug Kohle vom Papst. Ich bin nicht katholisch, ich bin Valden. Moment, ich zeig's dir. Was ist das? Valdensisch. Wurde hier so, hat sich hier verbreitet. Ein Beitrag zur Kriegskasse. Begrüße eure Großzügigkeit. Klar, Gold nehme ich immer. So, gucken wir mal, ob das hier was wird. Ich weiß gar nicht, habe ich hier eigentlich Kriegsgerät? Doch, ich habe Kriegsgerät dabei. Das ist auch Burgstufe 2. Das heißt jetzt, 2 Jahre lang verbleibend. Wir könnten das schaffen. Mal sehen. Und schon wieder ein Sohn. Lumi, wie würdest du einen Sohn benennen? Er ist nicht mehr katholisch, sondern valdensisch. Ja. Ich bin valdensisch. Lumi, das zählt nicht. Das zählt nicht. Denk dir meinen eigenen Namen aus. Utgoa ist tabu. Denk dir meinen richtigen Namen aus. Was ist ein schöner Männername? Und jetzt sag nicht Benjamin. Weil der Onkel Benjamin überfällt mich gerade. Oder mehr oder weniger wegen ihm. Also, komm schon. Vielleicht könnt ihr Lumi helfen. Gibt es ein paar andere Vorschläge? Herbert von John. Lumi, du musst entscheiden. Ihr dürft aber gerne Vorschläge für Lumi reinhauen. Kein Herbert, Lumi? Ich kann auch hier valdensische Namen nehmen, ne? Hier valdensische Namen. Jakob, Magnus, Lorenz, Jakob, Christian, Paul, Lehan, Jehan, Joshua, Charles. Wenn ich unter Druck bin, kann ich nicht. Bre von und zu Tanje. Mhm, I see what you did there. Christian ist ein christlicher Name. Valdensisch ist auch ein christlicher Glauben. Oder valdensisch, wenn man das ausspricht. Jakob ist auch übrigens ein christlicher Name. Zacharias, Thomas, Jesus! Der valdensische Jesus. Sehr gut. Wird einfach Jesus. Ansonsten nehme ich Clemens jetzt. Wenn da kein Veto kommt. Waldes. Das ist doch okay. Das darf er doch. Ich meine, der ist intelligent und wohlgestalt. Der darf arrogant sein. Das wäre vollkommen okay. Okay, nehmen wir ihn Clemens. So, jetzt brauchen wir von dir aber am besten noch ein Mündel. Bevor wir hier irgendwie eingenommen werden, sollten wir unseren Sohn... ein Mündel suchen. Wo schicken wir das? Wir könnten mal nach England schicken, oder? Gibt's an eurem Hof im Idealfall jemanden, der ein bisschen schlauer ist? Scharfsinnig intellektueller ist halt nur so semi-geil. Geschwister. Inzüchtig. Vor allem ist der schüchtern und unersättlich. Was ist denn mit dir falsch gelaufen? Mit denen hier bin ich irgendwo im Krieg da unten. Hier, da. Die von Connacht. Das ist, nee, von Kornburg. Entschuldigung. Valdus ist der Name von Petrus Valdus, der im Jahre 1206 starb. Aber unser Sohn wird nicht Clemens heißen. Das ist ja auch nicht unser Sohn. Ich bin Herzog Marco und der ist mit Herzog Mut Neid verheiratet, die wirft wie so ein Karnickel. Ich bin ja mit Frauen in den dauerhaften Ständer, schafft es aber nicht, Hallo zu sagen. Weirdo. so, wir brauchen...
Also wir brauchen auf jeden Fall für den hier jetzt jemanden, den wir unterrichten. Wenn wir das wegmachen. Sind das alles nur unsere Höflinge? Ja, das sind alles nur unsere Höflinge, bei denen wir das machen können. Gattin und Seelengefährtin von euch. Ach, die kann auch noch jemanden unterrichten. Höfling von uns. Ritter von uns. Freund von uns. Bruder und Freund von euch. Mir gar nicht aufgefallen. Aber so richtig... Können wir ein Ränkespiel machen von einer wunderschönen Radon de Glüchs. Ich glaube, die hat schon die anderen, das andere Kind. Dann halt da. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie ich jemanden Mündel sinnvoll anbieten kann. Aber die werden schon die Mündel einfordern irgendwann. Ratsspitze hat ein Geheimnis offenbart. Judith des Sand ist eine Hexe. Höfling von Herzog Benjamin. Ich bezweifle, dass sie an seinem... Ja, wobei, sie ist die Diplomatin. Sie ist extrem gut in Diplomatie. Sie könnte in seinem Rat sein. Wobei sie dann mehr Prestige hätte, glaube ich, wenn sie im Rat wäre, oder? Wenn wir einen Mordkomplott schmieden. Und jetzt sie erpressen. Erpressen. Ja, dann müssten wir sie doch in das Mordkomplott einladen können. Mit dem Druckmittel. Judith Descent. Die ist nicht dabei. Ich habe kein Geld, um jemanden zu bestechen. Ach, dammit. Dann wird das mit dem Mordkomplott nix. Lege ich mich jetzt nochmal hin oder ziehe ich mir eine Hose an? Hose anziehen. Nee, Hose anziehen und aufstehen. Wir wollen ja dann rausgehen. War eigentlich nur ein kurzer Nachmittagsstream geplant. Weil Lumi eine Telco hatte. Und bei dem, was hier alles schief geht, will ich glaube ich auch nicht mehr weiterspielen. Kommt ja irgendjemand, um die Hauptstadt zu verteidigen? Bis jetzt noch nicht, wa? Bis jetzt noch nicht. Die nehmen halt alles ein. Wir haben minus 45%. Mann, aber hier 27 mit dem Religionskrieg um Herzogtum Britannien. Wollte ihn nicht wegnehmen. Aber es ist so schönes Wetter und ich war seit fast einer Woche nicht draußen, außer einkaufen. Muss ich ja wirklich mal wieder ein bisschen nutzen. Jetzt kämpfen die gegenseitig auf meinem Territorium. Das ist so ein Humbug. Und hier sieht es nicht so aus, als würde irgendjemand kommen und Paris verteidigen. Sieht einfach nicht so aus. Gemeindekorruption, unsichere Straßen. Ja, ich bin halt verschuldet, ist mir schon bewusst, dass das keine gute Option ist. Ich kriege zumindest 60 Gold erstmal wieder her. Bin ich nur noch bei irgendwie 50 Verschuldung. Kam zu mir und beschwert sich darüber, dass Zygmunt ihn tyrannisiert. Benjamin hat die Eigenschaft eigenwillig. Minus... Ach nee, nicht... Weil du bist nicht mein Erbe, ne? Aber könntest mein Erbe werden? Nee, eher nicht. Dann ist mir da so egal, was mit dir passiert. Dann machen sie Schluss, ich werde unleidig. Was? Achso, du bist jetzt schon direkt fertig und wir machen direkt los. Na dann. Dann werden wir das erstmal speichern. Ajo! Deshalb bin ich doch hier! Ajo!